Ja, und da sind wir auch wieder zurück nach 2,5 oder fast 3 Wochen Abstinenz hier. Update Mallorca ist wieder da. Ja, uns hat es selber hier in der Redaktion im Studio erwischt. Uns hat dann doch Covid mal gezeigt, wie stark dann diese ganze Virus sein kann. Hat eine ganze Redaktion hier ausgeschaltet. Umso mehr freue ich mich, dass es Klaus Vorbrot aus Mallorca sehr gut geht, der um diese ganze Sache drumherum gekommen ist. Ja, auf Mallorca. Wunderschönen guten Tag, Herr Vorbrot. Ja, hallo und sonnige Grüße aus Palma. Guten Tag. So, jetzt haben wir ja im Prinzip nun fast 3 Wochen nichts gehört von Mallorca. Jetzt bin ich natürlich ganz gespannt, wie sieht es denn aus? Wir haben ja jetzt nun die Ostertage hinter uns, Osterferien in vollem Gange. Und ja, erste Urlauber sind ja da. Können Sie uns ein Update der letzten Tage geben? Und zwar schon länger als 2 Wochen inzwischen. Mitte März ist ja damals die deutsche Reisewarnung gefallen und dann war Deutschland eben, war die Balearen auch nicht mehr Risikogebiet aus deutscher Sicht und damit ging es dann los. Und auch jetzt nach mehr als 2 Wochen mit entsprechend, wenn auch geringem, aber Reiseverkehr wieder, die gute Nachricht zuerst. Die Balearen haben aktuell einen Inzidenzwert, der deutlich unter 30 noch bleibt. 27 waren es in den letzten Tagen. Das heißt also, der Reiseverkehr hat eben anders als manche Unkenrufe das vorher prophezeit haben, nicht dazu beigetragen, dass das Infektionsgeschehen hier signifikant wieder steigt. Trotzdem war das natürlich in Summe heftig diskutiert. Die Diskussionen in Deutschland auf der einen Seite, aber auch hier in Spanien gab es welche, weil die aktuellen Regelungen ja zulassen, dass man zum Beispiel aus Deutschland, aus anderen Ländern auch, hierher kommt und Urlaub macht. Aber der Reiseverkehr innerhalb der spanischen Regionen war jetzt mit Blick auf Osterfest und Familienbesuche verboten. Das bleibt auch noch so bis zum einschließlich 11. April zunächst mal, sodass man sich also innerhalb von Spanien zwischen den einzelnen Regionen nicht bewegen kann, aber Urlauber aus anderen Ländern zum Beispiel hier auf die Balearen kommen dürfen. Das war natürlich auch hier ein heißes Thema, was diskutiert wurde. Wenn wir uns jetzt anschauen, in den letzten Tagen hier kamen immer wieder Meldungen, ja auch durch die veränderte Testsituation, ja, die manche Urlauber ja so ein bisschen kalt erwischt hat jetzt auf Mallorca. Das heißt also, dass ich, wenn ich jetzt zurückkomme aus Mallorca, muss ich ja dann auch einen Test vorlegen. Und da gab es so ein bisschen, ja, erstmal so ein bisschen Startschwierigkeiten. Ich meine, letztendlich muss man ja sehen, dieses logistische Meisterwerk, was man ja innerhalb von 4, 5 Tagen auch an vielen Urlaubsorten hinbekommen hat, ja, da schreit es natürlich auch nach, dass da noch ein paar Kinderkrankheiten sind. Können Sie uns denn mal erklären, was genau da passiert ist mit diesen Testsituationen und wie das jetzt vor allen Dingen auch läuft? Startschwierigkeiten gab es ja auf beiden Seiten. In Deutschland ist das ja mehrfach angekündigt worden. Dann hat man es nochmal verschoben, dann nochmal über ein Wochenende verschoben. Und inzwischen gilt bei der Einreise nach Deutschland mit dem Flugzeug, und zwar völlig wurscht, wo man herkommt. In unserem Fall, wenn man aus einem Nicht-Risikogebiet kommt, also aus deutscher Sicht, dann reicht ein Schnelltest. Kommt man aus dem Risikogebiet, muss man einen PCR-Test haben. Aber für Leute, die aus Mallorca zurückfliegen nach Deutschland, gilt, man braucht einen Schnelltest, der nicht älter sein darf als 48 Stunden. Den kann man hier an verschiedenen Stellen machen. Es gibt am Flughafen, inzwischen auch im Abflugbereich, ein Testzentrum, wo man den machen kann, kostet um die 30 Euro. Man kann ihn aber auch in vielen Privatkliniken machen, in Palma oder auch auf der Insel verstreut gibt es zum Beispiel die Juaneda-Gruppe, eine Privatklinik, eine spanische, mit auch übrigens deutsch sprechendem Personal. Da kann man sich testen lassen oder in Palma die Clínica Picasso, viele Arztzentren oder eben auch in den Urlaubergebieten Arztpraxen bieten sowas an. Mein Tipp, ganz dringend vorher einen Termin sichern. Man hat jetzt gerade am Osterwochenende gesehen, dass Leute, die kurzfristig, weil sie eben noch am gleichen Tag fliegen, sich dann in die Schlange stellen, auch mal Pech haben können, je nachdem, wann man und wo dann ist, dass man auch mal 1, 2 Stunden in der Schlange steht, bevor man dran ist. Von anderen Urlaubern haben wir gehört, dass die mit dem Auto vorgefahren sind und sofort dran waren. In jedem Fall kann man sich vorher einen Termin sichern. Das gilt gleichermaßen für das Testzentrum am Flughafen als auch für alle Privatkliniken. Ich würde also immer empfehlen, vorher online Termin sichern oder auch anrufen. Das kann man übrigens auch schon aus Deutschland machen, also vor der Abreise in den Mallorca-Urlaub und sich für den Tag vor der Rückreise zum Beispiel einen solchen Termin sichern. Dann kann man den Urlaub in Ruhe genießen und muss sich nicht einen Kopf machen, wo kriege ich denn jetzt auf die Schnelle noch so einen Test her?
Den Urlaub genießen. Nun haben wir auch erste Stimmen schon von Urlaubern gehört, die auf Mallorca waren, die zurückgekommen sind. Und vielleicht können Sie uns mal ganz kurz auch nochmal darstellen, wie denn jetzt im Moment Urlaub auf Mallorca aussieht. Fangen wir beim Hotel an. Da sind ja auch einige Regeln, die ich im Moment auch als Urlauber kennen muss und natürlich auch einhalten muss. Dann gehen wir mal weiter bis zum Restaurantbesuch. Ja, wann ist der denn überhaupt möglich und vor allen Dingen wo, außen, innen? Da gibt es ja jetzt auch einige Regeln, die dann noch auf Mallorca anstehen. Wenn wir mal anfangen, uns so ein Gesamtbild zu machen, dann reden wir, was die deutschen Osterferien angeht, in Summe über ungefähr 40.000 Menschen, die hier Urlaub machen. Das ist ein Bruchteil dessen, was sonst passiert. Damit man es besser einordnen kann, hilft vielleicht die Zahl, dass so zwischen 12% und 13% der Hotels überhaupt nur geöffnet sind derzeit. Also der ganz große Teil ist zu. Von Massentourismus sind wir ganz weit weg. Und selbst jetzt, weil sich das so ein bisschen bald, also viele der geöffneten Hotels sind eben an der Playa de Palma, da wo deutsche Urlauber gern sind. In anderen Urlaubsgebieten ist immer noch fast gar nichts an Hotels geöffnet, entsprechend eben auch Gastronomie noch relativ viel geschlossen. Also es kommt immer darauf an, wo man ist. In jedem Fall ist es aber ein ruhiger Urlaub, das auf jeden Fall. Wenn wir uns mal anschauen, welche Regeln gelten. Im Moment über die Ostertage gelten noch, ich sagte es schon, bis zum 11. April diese verschärften Regelungen, die zum Beispiel auch heißen, dass man, weil man ja Kontaktbeschränkungen einhalten muss, ein Doppelzimmer in einem Hotel auch nur beziehen darf, wenn man auch zu Hause im gleichen Haushalt wohnt. Also zwei, keine Ahnung, sechs Damen, die zusammen mit dem Kegelclub einen Ausflug machen und sich drei Doppelzimmer teilen, funktioniert eben im Moment nicht, sondern jede der Damen müsste ein Einzelzimmer nehmen. Gleiches gilt, da wird es fast noch relevanter, für Ferienwohnungen oder auch für eine Finca, die man sich gemietet hat und mit einer befreundeten Familie teilen will, geht im Moment eben nicht, bis mindestens 11. April, das muss man im Blick haben. Man muss übrigens beim Einchecken im Hotel auch ein entsprechendes Formular unterschreiben, in dem man bestätigt, dass man diese Regel kennt und dass man das Hotel im Falle einer Kontrolle auch von den entsprechenden Strafzahlungen freistellt. Diese Kontrollen waren nicht nur angekündigt, sondern die hat es über Ostern auch wirklich gegeben. Da sind also Kräfte der Polizei lokal in die Hotels und haben sich eben Zimmerkarten zeigen lassen und geguckt, wer ist denn da der zweite Gast in diesem Zimmer, Personalausweise verglichen, um eben sicherzustellen, dass die Herrschaften auch wirklich in der gleichen Meldeadresse in Deutschland zu finden sind. Ansonsten gilt für Hotels noch, auch das noch so aus den Osterregeln, dass man alle Außenbereiche, Terrassen und Co. derzeit nur bis 17 Uhr nutzen kann. In vielen Hotels sind die Pools und auch die Spa-Bereiche geschlossen noch bis zum 11. April. Aber das Schöne ist, im Hotel ist das Restaurant bis 22 Uhr zugänglich, natürlich nur für eingecheckte Hotelgäste. Und ansonsten gelten die gleichen Regeln, die für Gastronomie auch gelten. Also alles, was eine Hotelbar ist oder einen Loungebereich am Pool oder, die müssen um 17 Uhr schließen, wie eben in der Stadt oder überhaupt auf der ganzen Insel die normale Gastronomie. Bars, Cafés, Restaurants dürfen öffnen, dürfen die Terrassen betreiben, auf den Terrassen maximal 50% der üblichen Plätze vergeben und bis 17 Uhr geöffnet haben. Es gilt auch weiterhin die Ausgangssperre zwischen 22 Uhr abends und 6 Uhr morgens. Bis 22 Uhr kann ich mir im Restaurant auch Essen abholen zum Mitnehmen oder liefern lassen. Das funktioniert auch. Aber das Restaurant selber und die Bar schließen eben um 17 Uhr und zwar an allen Tagen in der Woche. Wie sieht es allgemein aus mit zum Beispiel Attraktionen, touristische Attraktionen? Ich sag mal zum Beispiel so ein Palma Aquarium oder sowas. Kann ich das denn nutzen im Moment? Alles noch geschlossen, bleibt auch noch geschlossen. Da haben wir gerade jetzt auch über Ostern gehört von dem zuständigen Fachverband hier auf den Balearen, dass zum Beispiel eben das Palma Aquarium oder eben auch der Rote Blitz, also dieser Zug, der zwischen Palma und Sawyer verkehrt, die werden alle ihren Betrieb erst Anfang Juni wieder aufnehmen. Stand heute, die schauen neben Deutschland übrigens auch so ein bisschen nach Großbritannien. Boris Johnson hat ja für die Briten jetzt die ersten Erleichterungen angekündigt und auch angekündigt, dass auch dort im Mai der Reisebetrieb wieder anlaufen soll. Das wird man hier natürlich in die Entscheidungen einfließen lassen, aktueller Stand. Aber für all diese Attraktionen frühestens Anfang Juni wird es da wieder losgehen. Jetzt ist ja eigentlich, können wir sprechen von Urlaub light im Moment. Wie sind denn die Urlauber drauf? Erstmal vielleicht, wer macht da im Moment Urlaub? Sind das Familien? Sind das einzelne Personen? Und wie ist die Stimmung? Können Sie das so ein bisschen analysieren? Also wenn man am Osterwochenende ein bisschen unterwegs war und sich mal so umgehört hat,
dann hat man zum einen tatsächlich alles getroffen, also Familien getroffen, aber auch Pärchen, auch Einzelreisende. Und man hat bei allen gehört, der gemeinsame Nenner ist, glaube ich, die Situation hier ist deutlich besser als in Deutschland, weil man sich eben mittags in die Sonne setzen kann. Die Sonne hat das ganze Osterwochenende fleißig vom Himmel geschmunzelt bei so um die 20 Grad. Man kann also tagsüber draußen sitzen, kann eine Kleinigkeit essen oder was trinken und muss sich dann eben ab 17 Uhr überlegen, wie der Tag weitergeht. So gegen 8, halb 9 wird es derzeit dunkel. Ab 21 Uhr sind auch die Strände dann geschlossen, sodass man also den Abend in der Regel dann im Hotel oder in der Ferienwohnung verbringt und wie gesagt bis 22 Uhr da das Restaurant noch nutzen kann und dann eben auf dem Zimmer ist, wie alle anderen ja auch, die hier leben, dann zu Hause bleiben müssen, weil die Ausgangssperre eben gilt. Aber wir haben die Stimmen, die wir gehört haben, die sprachen alle davon, dass es ruhig ist, dass sie sich sicher fühlen, weil eben so viel Platz ist überall. Und ja, die Kathedrale ist offen, die kann man sich anschauen. Ein paar Aktivitäten gehen eben nicht oder viele gehen eben nicht, wie wir gerade schon gehört haben. Aber wenn man sich mal einen Mietwagen nimmt, ein bisschen über die Insel fährt, dann wird man auch Orte entdecken, die man früher vielleicht gemieden hat, weil es immer so voll war, die man jetzt fast für sich allein hat. Jetzt gehen wir so in den zweiten Teil der Osterferien rein. Wie schauen wir so in diese Woche? Wie sieht es da flugverkehrstechnisch aus? Und ja, wie viele Urlauber erwartet man eigentlich noch? Also wir für die Osterzeit, ich sagte es vorhin schon mal, sind so 40.000 Buchungen bei den Reiseveranstaltern eingegangen. Da kommen natürlich die Leute dazu, die eine Ferienwohnung gemietet haben, die hier ihren Zweitwohnsitz vielleicht nutzen während der Osterferien und so weiter und so fort. Wir hatten das erste Mal seit Monaten am Osterwochenende wieder über 900 Flugbewegungen am Airport. Das ist deutlich weniger als üblich, aber immerhin für Corona-Zeiten schon wieder eine ganze Menge. Mehr als 530 davon kamen tatsächlich aus Deutschland oder waren dorthin unterwegs. Dann kann man sich ungefähr vorstellen, wie viele Menschen eben tatsächlich auch hier sind. Das wird jetzt über die Osterwoche, also die jetzt laufende nachösterliche Woche, noch ein bisschen stabil bleiben. Dann geht es wie in jedem Jahr eigentlich in der zweiten Aprilhälfte erstmal wieder runter, was die Flugzahlen angeht. Aber es gibt auf jeden Fall einen höheren Takt, als das vor Ostern der Fall war. Und es gibt immer ausreichend Verbindungen und mittlerweile ja auch fast wieder von allen deutschen Flughäfen. Auch das hat sich ja deutlich wieder verbessert inzwischen, sodass man also nicht nur aus Düsseldorf, Frankfurt oder München fliegen kann, sondern es mittlerweile von fast allen Flughäfen wieder Mallorca-Verbindungen gibt. Also im Moment ein Urlaub mit viel Ruhe, mit guten kulinarischen Genüssen. Ich habe mal hier so vorbereitet, was da sein kann, zum Beispiel so eine leckere Paella. Ist das eigentlich auch so ein Gericht, was auf Mallorca so, ja, so ein Standard ist, den man eigentlich mitnehmen muss? Ja, wenn Sie die Mallorquiner fragen, dann werden die sagen, na klar, auf jeden Fall. Die Spanier unter sich sind ja da eher geteilter Meinung. Die Region Valencia nimmt ja für sich in Anspruch, dass sie quasi der Erfinder der Paella ist. Die haben es erfunden. Ja. Und wenn man sich hier auch übrigens nicht als Urlauber outen will, dann isst man eine Paella eher mittags als am Abend. Das ist wegen des Reisgehaltes und weil es ja doch ein bisschen was Üppigeres ist, hier klassischerweise eher so ein Mittagsgericht als denn eins für den Abend. Deswegen hört man in der Gastronomie auch immer so ein leichtes Schmunzeln, wenn dann abends die Deutschen sich noch eine Paella bestellen. Die klassischen Restaurants, in denen die Spanier zu Gast sind, die haben das für den Abend in der Regel auch gar nicht auf der Karte. Interessant, guter Tipp. Also die Paella nur an Mittagszeiten verspeisen. Ansonsten denke ich mal, wie gesagt, das ist ja im Moment ein sehr lockerer Urlaub, den man da machen kann bei schönem frühlingshaften Wetter, guten kulinarischen Genüssen und ja, totaler Entspannung, entweder am Pool, am Strand oder ein bisschen schlendern in der Natur. Man muss eben die Regeln im Kopf haben und man muss wissen, dass man hier den ganzen Tag die Maske trägt zum Beispiel und dass es eben die Ausgangssperre gibt, dass 17 Uhr die Gastronomie schließt. Und man muss eben zur Kenntnis nehmen, dass tatsächlich für spanische Verhältnisse wirklich auffällig kontrolliert wird auch. Das ist jetzt nicht aufdringlich und man sieht ja nicht nur Polizei, aber es wird eben kontrolliert und man bekommt es eben auch mit. Das hat natürlich auch seine Wirkung, ganz klar. Über das ganze Osterwochenende wurden ungefähr 500 Anzeigen geschrieben, so hat die Polizeistatistik das wissen lassen. Und ja, das geht dann eben auch immer gleich ins Geld. Also wenn man sich erwischen lässt, dann ist man immer gleich mit für deutsche Verhältnisse auch hohen Strafen dabei. Ohne Maske erwischt werden, sind eben schnell mal 100 Euro oder im Restaurant mit drei Freunden am Tisch, was nicht zugelassen ist, pro Nase gern auch mal 300 Euro. Also da ist man mit entsprechend viel Geld dann immer gleich dabei.
Was mich gewundert hat, ich war ja auch auf Teneriffa ein paar Wochen vorher und da war es die Regel zum Beispiel ja auch so gewesen, dass ich, wenn ich mich ins Restaurant reinsetze, ich erstmal noch die Maske tragen muss. Erst dann, wenn der Kellner ein Getränk oder ein Essen mir vor mich hier letztendlich serviert, dann darf ich die Maske abnehmen. Ist das auf Mallorca auch so? Das ist die Regel. Tatsächlich ist das so. So lange, bis man also was zum Verzehren vor sich stehen hat, muss man die Maske tragen. Diese Regel legen die Gastronomen etwas lockerer aus. In der Regel, die ganz Cleveren machen es übrigens sowieso so, sobald sie Platz nehmen. Man hat ja fast immer reserviert, wegen des begrenzten Platzkontingentes eben. Sobald man Platz nimmt irgendwo, steht auch schon eine freundliche Kellnerin oder ein Kellner daneben und hat in der Regel mal eine Flasche Wasser dabei, damit man schon mal was hat und sich dann beim Hinsetzen entsprechend auch die Maske schon mal abnehmen kann. Aber die harte Auslegung der Regel sagt, nur wenn Sie was zu essen oder zu trinken vor sich haben, dann dürfen Sie die Maske abnehmen. Also zwischendurch mal Luft holen. Und ja, erstmal vielen Dank für die ausführlichen Informationen. Jetzt ja zusammengefasst aus gut 2,5, 3 Wochen. Und dann hoffen wir, dass wir uns jetzt wieder regelmäßig hören und sehen und in der nächsten Woche dann auch wieder ein neues Update Mallorca. Dann nach den Osterferien, wie sieht's aus? Wir sind natürlich alle gespannt, ob sich die Lage weiterhin stabil hält. Ja, und vor allen Dingen, ob alle deutschen und ja oder alle internationalen Touristen auch wieder gut nach Hause gekommen sind nach den Osterferien. Vielen Dank, Herr Vorbrot, für Ihre Infos. Tschüss, schöne Woche noch.